Herzlich willkommen zu unserem fünften Studium in dieser Reihe bezüglich der Lehren unseres Heilandes Jesus Christus. Wir haben in der letzten Stunde angefangen, ein Thema zu betrachten, das man so sagen könnte, das Zentrum aller Themen ist, nämlich die Erlösung. Wir haben uns Ausführlich darüber beschäftigt und unterhalten, dass wir einen Erlöser brauchen, dass der Mensch sich selbst nicht herausholen kann aus der Not, in der er durch den Sündenfall hereingekommen ist, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch von sich aus selber umdenkt, sondern er braucht einen Erlöser. Und er braucht einen Erlöser, der für ihn etwas tun muss, das er selbst für sich nicht mehr tun kann. Und dieses Werk ist dem Menschen so unbekannt, würde ich sagen, aber auch letztendlich unserer inneren Neigung unsympathisch. Keiner. Will sich in sein Herz schauen lassen und keiner möchte in eine Abhängigkeit treten zu einem Erlöser, dass er erkennt, er kann ohne ihn nicht seine Probleme lösen. So, der erste Gedanke, den ich deutlich vermitteln wollte, war die Notwendigkeit eines Erlösers. Christus kam auf diese Welt, nicht um das zu tun, was wir tun müssen, in dem Sinne, um uns von unserer Aufgabe, zu der wir gerufen sind, zu befreien. Nein, er kam, um das zu tun, was wir nicht mehr tun können, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Damit wir wiederhergestellt werden können, kam Christus und tat etwas für uns, was wir für uns nicht mehr tun können, damit wir dann aufgrund dieser neu geschaffenen Möglichkeit erfüllen können zu dem, was wir berufen sind zu tun. So lasst uns noch einmal kurz zusammenfassen die drei Dinge. Zumindest in dieser kurzen Form die uns abhängig machen von einem erlöser wir können wie wir gesehen haben unser herz das ist in unserem herzen ist nur eine sache nicht richtig nämlich unser auge unsere sichtweise der dinge dieses diese sichtweise können wir nicht verändern sie haben wir geerbt wir sehen alle Dinge, wenn man so will, umgedreht, wie sie wirklich sind. Und somit kann das Leben nicht aufrechter laufen. So läuft es umgekehrt. Dieses zu verändern, ist für keinen Menschen möglich. Und wenn das nicht verändert wird, dann ist Erlösung nicht möglich. Wir haben gesehen, dass der Mensch mit diesem Auge viele Dinge tun kann, anscheinend die gut und löblich sind, aber sie werden ihn letztendlich in der Krise nicht retten und helfen, weil in der Krise wird offenbart, was aus unserem Herzen hervorkommt. Ein Mensch kann sich anstrengen, gesund zu leben, ein Mensch kann sich anstrengen, äußere Formen zu halten, so wie die Juden es taten und so wie wir es heute tun. Wir können Woche für Woche ein Ritual durchgehen. All das ist möglich mit einem falschen Herzen. Aber was nicht möglich ist, ist Liebe für Hass zu geben. Was nicht möglich ist, ist eine Beleidigung nicht anzunehmen. Was nicht möglich ist, ist, wenn es tief in unser Leben hineingeht, dass wir den anderen nicht mehr beherrschen wollen. Wenn Dinge nicht so laufen, wenn die anderen nicht tun, was sie sollen, dann können wir nicht, außer wir wenden Gewalt an. Dieses Herz in uns ist unfähig. Das Gute zu tun in der Krise ist unfähig zu dienen und es ist unfähig, sich von der Herrschsucht, in der es sich befindet, und der Habsucht selber zu befreien. Das geht nicht. Deshalb kam Christus um dieses Herz inwendig in uns zu enden, um uns ein neues zu geben. Aber er konnte das nicht tun, es sei denn, er wurde Mensch. Deshalb musste er als Mensch vom Menschen auskommen, von dem gefallenen Menschen, musste er herstammen. Maria war weder ähm, heilig, in dem Sinne, dass sie äh, ohne eine sündige Natur geboren wurde, so wenig konnte sie auch weitergeben etwas anderes als eine sündige Natur. Wir können nur das weitergeben, was wir selber haben. Wir können es nicht weitergeben etwas anderes. So musste Christus durch die Maria kommen, um in sich selbst, die sündige Natur zu überwinden. Das kann keiner von uns tun. Das kann nur er. Deshalb musste er es in seinem Leben zunächst tun. Er musste in seinem Leben die Erlösung erwirken, den Sieg erlangen. Als er am Kreuz rief, es ist vollbracht, da war der Sieg über dieses falsche Auge über dieses böse Auge, wie Christus es nennt in der Bergpredigt vom Herzen in Matthäus 5, ab Vers 22 bis 23. Dieses Auge musste verändert werden. Und Christus veränderte es in seinem Leben. Er kreuzigte das Fleisch in seinem eigenen Fleisch. Und dadurch ist er jetzt in der Lage, uns das zu geben. Keiner kann es für sich selber tun. Keiner. Wir brauchen einen Erlöser. Er musste uns die göttliche Natur wieder zurückbringen. Ohne nur das Abtöten des Alten würde ja eine, ein ein Loch lassen, wir brauchen eine Motivation, es wird ersetzt, anstelle der alten Natur kommt die neue. Nur durch Christus können wir Teilhaber werden der göttlichen Natur. Und sicherlich das dritte Werk, was wir alle kennen und worauf meistens die Betonung gelegt wird, ist, die Vergebung der sündigen Taten, die wir getan haben, aus dieser sündigen Natur, diese sündigen Taten, die können wir nicht mehr löschen. Und eine einzige sündige Tat, eine einzige Sünde, kostet uns das Leben genauso wie hunderttausend. Deshalb am Kreuz nahm Christus unser sündiges Leben auf sich, unsere Taten er nahm unseren alten menschen kreuzigte ihn und bei der auferstehung gibt er uns einen neuen menschen ein neues leben in unser herz dieses kann nicht erlangt werden durch irgendeine ausübung irgendeines eines exerzitiums irgendeiner tat es ist eine Gabe Gottes. So wenig wie ich einen Apfel herstellen kann, so wenig kann ich das, was Christus für mich tun muss, selber tun, durch irgendeine Ausübung. Ich muss verstehen, die Erlösung ist abhängig von einem Erlöser, von dessen Leben. Was ich hätte nicht tun können für mich. Das ist der erste Punkt, den wir letztes Mal deutlich, hoffe ich, besprochen haben. Und jetzt ist die Frage in der heutigen Lektion. Wie werden wir erlöst? Wenn Christus also das Werk getan hat, wie komme ich zur Erlösung? Heißt es, dass er alle Menschen erlösen wird, weil er für alle gekommen ist und für alle gestorben und gelebt hat und auch für alle auferstanden ist? Welches ist der Anteil des Menschen an seiner Erlösung? Welches ist er? Hat er oder hat er keinen Anteil daran? Und hier ist es, wo sich die Sachen wieder spalten. Hier ist es, wo das Problem des Menschen in der Theologie, in der Richtung wieder auftritt. Die einen sagen: Wir müssen das Geschenk annehmen. Es ist ein Geschenk, ich nehme es an. Hast du es angenommen? Bist du erlöst. Und in diesem Annehmen natürlich basiert man das auf einen Bibeltext. Und wir können diesen Bibeltext lesen, er findet sich im ersten, im ersten Kapitel des Johannesevangelium, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Eines der größten Betrügereien im menschlichen Leben sind Halbwahrheiten. Das heißt, man nimmt eine Wahrheit und kombiniert sie mit etwas, was nicht wahr ist. Und man erkennt aber nur die eine Seite und versteht nicht den Zusammenhang. Und dann eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Deshalb ist um die Frage, wie wird der Mensch erlöst, die große Auseinandersetzung, der Streitpunkt. Werden wir, und das ist die Frage, die ich stellen möchte, aktiv oder passiv erlöst? Das heißt, ist der Mensch im Werk der Erlösung aktiv? Oder ist er passiv? Weil mit akzeptieren heißt es, naja, ich lasse mir eine Massage geben. Und so massiert werde ich. Was habe ich an der Massage zu tun? Ich habe nichts anderes zu tun, als mich hinzulegen und es an mir geschehen zu lassen. Das ist äh, Passivität. Das ist der passive Weg den die meisten Menschen in der Erlösung verstehen. Gott muss etwas für mich tun? Ja, das stimmt. Ich kann es für mich nicht tun? Das stimmt. Aber wie komme ich jetzt in den Genuss dessen, was Christus für mich getan hat? Welches ist der Weg? Ist er passiv oder ist er aktiv? Was ist, es, was ist impliziert? Und es gibt wiederum nur die zwei Wege, wie in allen Dingen. Entweder wir werden erlöst, indem wir es an uns geschehen lassen, oder wir werden erlöst, indem wir zusammenarbeiten, zusammenwirken, etwas tun müssen, aktiv, um in den Genuss der Erlösung zu kommen. So lasst uns das noch einmal festhalten, auch auf der Tafel. Die Frage ist wie wird ein Mensch Erlöst. Und wir haben die zwei Wege einmal den aktiven und den passiven. Den aktiven Weg oder den passiven Weg. Und leider ist es so, dass die meisten gläubigen Menschen, die an einen Erlöser glauben, die eine Erlösungsnot sehen und an einen Erlöser sehen, dass sie ihn brauchen, sie gehen zum Erlöser damit er etwas an ihnen tut, was er nicht für sie tun kann. Und damit, auch wenn sie dann erkennen ihre Not, sind sie dennoch unfähig etwas zu tun, weil sie haben nicht verstanden den Weg, den sie gehen müssen. Wie? Wird ein Mensch errettet. Durch aktive, aktives Handeln oder durch Passivität geschehen lassen. Vielleicht sagen wir hier geschehen lassen. Und das ist hier Mitwirken. Mitwirken. Ihr seht, die, die Dinge lassen sich an der Basis leicht trennen. Die meisten Menschen haben den Eindruck, dass Gott in unser Herzen hineinkommen könnte und dort etwas tun könnte gegen unseren Willen. Und wenn Sie diese Meinung nicht haben, sagen Sie, ja, er kann, ich muss ihm ja nur die Türe öffnen. Aber wieder ist impliziert in dieser Sache, ist das Türöffnen eine Passivität oder ein aktives Handeln meinerseits? Wie, was bedeutet das überhaupt, die Tür öffnen? Das ist eines der Worte, die heute so benutzt werden, sowohl in der Psychologie als auch im Glauben, mit abgeben man gibt die Dinge einfach ab. Na ja, was? Wohin gebe ich das ab, was ich zu tun habe, oder gebe ich das ab, was ich eh nicht tun kann? So aus diesem Grunde hilft mir sehr die medizinische Sicht, die körperliche Sicht des Mitwirkens am Leben. So, ich brauche, um körperlich zu leben, um gesund zu sein, eine gesunde Ernährung. Ist diese Ernährung mein Produkt? Nein, der Apfel, die Birne, was auch immer ich esse, ist nicht mein Produkt. Was mein Körper braucht, kann ich selber nicht herstellen. Es ist reine Herstellung Gottes. Aber es kommt nicht passiv in mich hinein. Kein Apfel fliegt mir in den Mund und wird zerkaut sich dort und geht dann in meinen Magen. Nein. Es muss von meiner Seite eine Aktivität Erfolgen. Ich muss essen den Apfel, damit er mir zum Genuss kommt. Ich muss trinken das Wasser, damit es mir Kraft schenkt. Ich muss atmen die Luft, damit sie in mich hineinkommt. Das ist aktives Mitwirken. Gott hat uns eine Aufgabe gegeben in unserem Leben, mitzuwirken. Auf der geistigen Ebene ist es genau dasselbe. Der Geist des Menschen ist nicht gemacht, dass Gott für ihn denkt. Gott gibt ihm nur das Material dazu. Der Geist des Menschen ist nicht gedacht, dass Gott für ihn entscheidet oder an seiner Stelle geduldig wird. Nein, dazu ist der Geist des Menschen nicht gemacht. Der Geist des Menschen ist gemacht, damit er selbst Dinge aufnimmt und je nachdem, was er aufnimmt, das verarbeitet er. Nur um ein Beispiel zu geben, wenn Christus geduldig ist und Christus war geduldig während seines irdischen Lebens, während seines Kampfes mit der Sünde, und mit der sündigen Natur. In diesem Kampf hat er bewiesen seine Geduld und seine Oberherrschaft. Nun gibt er mir diese Geduld zur Verfügung. Ich könnte sie ja auch haben. Aber wie soll das geschehen? Wie komme ich in den Genuss dieser Geduld? Ganz einfach, indem ich sie esse. Indem ich sie genauso wie Jesus sie gelernt hat, ich sie von ihm lerne, es ist kein einmaliges Geschehen, Geduld zu lernen, ganz ganz weit nicht. Es ist kein einmaliges Geschehen, das zu tun. So Jesus Christus hat in dem was er litt, sagt der Hebräerbrief. Gehorsam gelernt. Jetzt auf Geistesebene hat er den völligen Gehorsam. Er hat völlig besiegt das Fleisch. Er hat es gekreuzigt in seinem Leben. Jetzt steht mir dieses zur Verfügung. Aber kann es in mich hineinkommen, ohne dass ich was tue? Ohne dass ich aktiv werde, damit das in mich hineinkommt? Ja oder nein? Nein, es kann nicht in mich hineinkommen. Auch, auch das Gebet, sage ich jetzt hier, wie viele es nutzen, hilft ihnen nichts, weil sie bitten Gott um etwas, was er tun soll, was sie verpflichtet sind zu tun. Das ist der Betrug des, des Geistes, wo wir unseres, unseres blinden Auges, wir bitten Gott etwas, damit er etwas tut, was meine Pflicht ist zu tun, dann kannst du beten ein Leben lang, nichts passiert. Deshalb ist es entscheidend, dass wir es verstehen, welches unsere Aufgabe ist, damit die Erlösungs, das Erlösungswerk, auch in meinem Leben passieren kann, dass alle Siege Christi zu meinen Siegen werden, dass seine Vergebung mir die Sünde wegnimmt, damit ich seinen Charakter besitze, muss ich wissen, wie muss ich mit ihm umgehen, worum muss ich bitten, was kann er hören, was muss er tun in mir, was ich nicht tun kann, in mir was ist es? Wir müssen wir diesen unterschied müssen wir erkennen Weil wenn wir diesen unterschied nicht erkennen dann betrügt uns unser eigenes herz und der böse und obwohl wir nach außen gläubig sind und riten halten und stur sind mit dem was wir nach außen zeigen sind wir dennoch verloren wie Nicodemus, wie der verlorene, wie der reiche Jüngling, weil wir haben in unserem Herzen nicht den Erlöser, wir haben nicht ein verändertes Auge, wir haben immer noch dasselbe. Der alte Mensch ist an der Herrschaft, nicht der neue. Das Fleisch bestimmt unser Leben nicht. Der Geist Gottes. Die zwei wissen wir sind in Gegensatz. So. Gott macht etwas für mich, das ich nicht mehr tun kann für mich. Aber jetzt habe ich etwas, was meine Aufgabe ist zu tun. Ich muss das Erlösungswerk Christi in mein Leben bringen. Und das ist ein aktiver Prozess, nicht passiv. Gott kann in mir nicht das tun, was ich tun muss. Er kann in mir nur das tun, was ich nicht für mich tun kann. So hoffe ich, dass wir diesen Punkt verstanden haben, der extrem wichtig ist, damit wir in unserem Leben in den Genuss der Erlösung kommen. Ja, es ist ein Zusammenwirken des Göttlichen mit dem Menschlichen. Ein Zusammenwirken, wo Gott ein Werk tun muss, was ich nicht tun kann. Zum Beispiel. Die Blindheit unseres Herzens erlaubt uns nicht, Dinge zu begreifen, zumindest nicht auf verbaler Ebene. Für den Petrus, das ist ein typisches Beispiel für alle anderen, aber bei Petrus kann man es so deutlich erkennen war es nicht ersichtlich, dass er den Heiland verraten würde. Petrus hatte keine Ahnung von der Not nach einem Erlöser. Er war zwar mit dem Erlöser dort, aber er kannte seine Schwachheit im Herzen nicht. Er kannte seine Not nicht. Und bis du deine Not nicht kennst, schreist du nicht nach einem Erlöser. So Gott muss als erstes uns die Not unseres Herzens offenbaren. Damit, glaube ich, ist er am meisten beschäftigt. Wie kann ich dem Horst zeigen seine Schwachheit und seine Not? Wie kann er sie erkennen, wo sie steht? Ja, er benutzt sein Wort, aber... Dem Petrus haben die Worte Jesu nicht gereicht. Petrus, du wirst mich verraten. Tu etwas, dass du es nicht tust. Petrus sagt, ich nicht. Ich, ich brauche keine. In meinem Herzen ist alles okay. Eine Erlöser, eine Not habe ich nicht. Ich werde für dich sterben. Dasselbe ist in dem Blickwinkel des Laudizianer unserer Zeit. Wir alle denken, wir sind auf einem richtigen Weg. In der Theologie, in der Medizin, wo auch immer. Wir denken, wir sind im Fortschritt. Wir reden von Evolution. Und wir sind blind, wie es nicht mehr größere Blindheit gibt. In die falsche Richtung. Wir haben Erkenntnisse, die uns nichts bringen. Aber wir loben sie und sind glücklich über sie. Wir brauchen praktisches Erkennen. Und dieses praktische Erkennen hat Laudicea nicht. Sie sagt, du bist reich, sagst und hast alles und weiß nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Schlimm zu denken, man ist reich und man ist dennoch arm. So, das größte Werk oder das, ich finde das am allerzeitaufwendigsten für Gott, ist mir meine Not zu zeigen. Deshalb vergehen manchmal Jahre, bis Gott am Herzen eines Menschen ihn dazu gebracht hat, dass er seine Not sieht. Weil hast du keine Not, brauchst du keinen Erlöser. Du brauchst doch keine Erlöser. Du lebst ja gut. Die Kinder wachsen heute auf und man erklärt ihnen nicht. Sie verstehen nicht, dass sie einen Gott brauchen. Sie haben eine Mutter, sie haben einen Vater, sie haben alles, was sie brauchen. Wozu brauchen sie denn Gott noch dazu? Jetzt kommt Mutter und sagt, ja, bete zu Gott. Aber warum soll ich denn beten? Ich habe doch alles. Wozu soll ich? Dankbar sein, es kommt doch aus dem Supermarkt. Äh, die Not ist nicht da. Und solange keine Not ist, braucht man keinen Erlöser. Deshalb ist für mich deutlich: Bei einen Patienten, der nicht wirklich krank ist, körperlich, kann ich ihm Christus nicht wirklich predigen, obwohl er die Not hat schaut in demselben in derselben situation war jesus als er in lukas 7 lukas 7 oder lukas Lukas 5 27 Wo es um den Zöllner und den Leviten geht, ich lese nur die Verse 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. So, es ist völlig eindeutig. Jemand, der gesund ist, braucht keinen Arzt. Ich muss ihm nicht sagen, du brauchst einen Arzt, der dich befreit von deiner Krankheit. Ich muss ihm jemand, der seine Sünde nicht sieht, den kann ich nicht zu einem Heiland schicken und sagen, du musst Buße tun, damit deine Sünde wegkommt. So Jesus sah sich gerufen zu bringen die Kranken und die Sünder. Es gibt keinen wirklichen Unterschied. Die Krankheit ist die Folge der Sünde. Und so kommt die Sünde weg, würde auch die Krankheit vermieden werden, weil sie ja eine Folge ist, in den meisten Fällen. Der eigenen Sünde. Sie ist immer eine Folge der Sünde, aber nicht immer bin ich beteiligt dabei. Ich glaube, das haben wir in vielen anderen Vorträgen schon. Deutlich geklärt. So, der erste Schritt, den Gott in unserem Leben tun muss, und wiederum ist es sein aktives Handeln. Er beruft den Sünder zu Buße. Aber er kann nur den berufen, der sich irgendwo in Not sieht. Auch das ist sein Werk, das er tut. Gott wirkt am Herzen, dass der Mensch seine Not erkennt und manchmal muss er Jahre lang, vielleicht Jahrzehnte lang arbeiten, damit der Mensch erkennt. Oh, ich dachte, ich bin gesund. Ich dachte, bei mir ist alles in Ordnung. Ich dachte, ich bin nicht in der Not nach einem Erlöser. Bis plötzlich er erkennt, er ist es doch. So. Ohne Not, keine Erlösung. Ohne Not, Erkenntnis, was soll Gott für mich tun? Als gefallener in Sünde Mensch mit einem Auge, das mir sagt, ich bin Gott, ich habe alles, was ich brauche, das sagt, ich bin nicht abhängig, ich habe mich selbst geschaffen durch eine Evolution. Ich bin niemandem verantwortlich für das, was ich tue. Ich meine einer höheren Instanz. Wir sind zwar hier verantwortlich, den anderen Instanzen, aber letztendlich bin ich nicht verantwortlich vor einer höheren Instanz. Ich habe ja keinen Schöpfer. Ich habe mich selbst gemacht. Ich komme aus dem Nichts und ich äh, bin jemand, weil ich es so gemacht habe. So denkt der Mensch mit seinem blinden Auge. So muss Gott lange wirken, bis er die Not erkennt. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Wo keine Not ist, kein Erlöser, wo keine Krankheit, kein Arzt ist nicht notwendig. Deshalb ist das erste Werk, damit ein Mensch überhaupt die Sehnsucht hat, erlöst zu werden, muss Gott tun, um ihm seine Not zu offenbaren. Und wie tut er dies? Wie kann Gott die Not offenbaren, wenn er uns das nicht sagen kann? Er schreibt einen Brief an Laodicea. Er spricht mit dem Nikodemus. Er spricht mit dem reichen Jüngling. Er spricht mit Petrus. Und sie alle erkennen die Not nicht aus den Worten, die ihnen Jesus sagt. Sie erkennen die Not erst als sie in eine praktische Ausübung gerufen werden. Sie müssen eine Aktivität tun. Sie müssen etwas ausüben. Sie müssen in eine Schwierigkeit kommen, wo sie erkennen, aha, hier bin ich. Petrus erkannte seine Not, als er absichtlich oder unabsichtlich war er da, Herr über sich selbst, oder hatte die hatte sein blindes, ich sage es mal sein schlechtes Auge, sein böses Auge die völlige Kontrolle über ihn, dass er sich vor den Dienst äh, fürchtete um sein Leben und schwor, er kennt Jesus nicht. Was kam daraus? War das schon immer drin oder war es ein neues Geschehen? Nein, nein, das war schon immer drin im Herzen des Petrus. Aber er kannte es nicht. Gott muss schwierige Umstände in unser Leben bringen, sonst erkennen wir die Not nach einem Erlöser nicht. Wir kennen sie nicht. Und deshalb ändere ich langsam. Meine Denkweise in Bezug auf Schwierigkeiten und auf Krankheit. Sie sind eine Folge eines Mangels in unserem Herzen. Aber ohne sie würde der Mangel nicht offenbar werden. Wir würden blindlings in unserem Irrtum bleiben, dass wir Götter sind, wir würden blindlings in unserem Irrtum bleiben, alles ist in Ordnung in unserem Leben. So danke ich Gott für die Schwierigkeiten. Und ich verstehe den Jakobus immer besser. Verstehen, bezogen auf mein Leben, aber auch auf das Leben meiner Kinder und Geschwister und alles, was ich so Mutter Vater, was ich so mich habe, ich verstehe es, wenn er sagt, meine Brüder, Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. So, die, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen beweisen den Mangel, der mir nicht bewusst würde wenn nicht die anfechtung käme und ich sehe wie es mich gefangen nimmt und wie ich ausrutsche und schreie in meiner größten not herr hilf mir die anfechtungen die schwierigkeit sind gottes werkzeuge zur offenbarung meiner not in meinem herzen der, der not ich mir nicht bewusst bin deshalb warte ich bei den menschen die mir nahe stehen und denen es gut geht und die meinen sie brauchen gott nicht ich warte auf die stunde ihrer not und möchte mich freuen wenn sie in Not sind, nicht um den Not willen, sondern weil die Not nur es schafft, den Menschen zur Vernunft zu bringen. Gute Worte, Überredungen, Überzeugung, Argumente, sie haben ihren Platz irgendwo. Aber ich denke erst, wenn die Not erkannt ist. Erst, wenn ich am Ende meiner menschlichen Hilfsmöglichkeit bin. Erst, wenn ich erkenne, wie gefangen ich bin durch den Betrug meines Herzens. Erst dann werde ich schreien nach einem Erlöser. Deshalb sind Anfechtungen gut. Schwierigkeiten. Oh, ich liebe sie nicht wirklich. Und dennoch muss ich rückblickend, denn nach diesen elf Jahren des Wandels mit Gott, aber auch in den Zeiten davor, sie waren alle gedacht, um mir zu helfen, meine Not zu sehen, damit durch den Glauben, auf den wir bald zu sprechen kommen, durch den Glauben wir fähig werden, alles, was an uns mangelt, zu entfernen. Und wir ohne Mangel in der Anfechtung stehen. Dann hat die Anfechtung ausgedient. Weil sie kann uns nichts mehr anhaben. Deshalb sagt hier am Ende in Vers 12, nach diesem abschnitt glückselig ist der mann oder die frau würde ich sagen der die anfechtung erduldet denn nachdem er sich bewährt hat wird er die krone des lebens empfangen welche der herr denen verheißen hat denen die ihn lieben wir sehen auch hier wieder um eine kleine klammer es ist aktiv es ist nicht passiv ich bewähre mich ich lerne etwas in einem aktiven Prozess, nicht in einem passiven Prozess. So, deshalb Gott muss Schwierigkeiten benutzen, sonst komme ich nie zur Erkenntnis meiner Not. Also ist mir wichtig, dass wir verstehen, meine Lieben. Lasst uns nicht mehr mit Schwierigkeiten kämpfen. Lasst uns nicht mehr gegen die Schwierigkeit angehen, sondern lasst uns bei in der Schwierigkeit die Not unseres Herzens erkennen und sagen, Herr, wo ist das Problem? Ich habe euch letztens erzählt die Geschichte dieser Frau, die ihre Tochter so sehr lieb hat und sie sieht, wie sie auf dem falschen Weg ist und und diese gläubige Schwester, die möchte ihre Tochter vor dem Übel bewahren. Und sie rennt selbst in das größte Übel ihres Lebens. Sie wird depressiv und wenn sie so weitermacht, zerstört sie ihr Leben. Sie muss erkennen in dieser Not, die gekommen ist, in ihre Familie, es ist in Gottes Vorsehung, dass sie das versteht, was in ihrem Herzen ist, bevor ihre Tochter mit 19 zur Erkenntnis kommen kann. Muss ihre Mutter mit über 40 erkennen, wo ihre Not steckt? Gott nutzt diesen Umstand. Er schafft ihn nicht, aber er nutzt ihn, er lässt ihn geschehen, damit er aus der Not den Menschen errettet. Ohne Not. Keinen Erlöser. Ohne Not werde ich nicht schreien. Ohne dass ich hilflos mich sehe, gebunden in Ketten, die mich selbst zerstören. Warum sollte ich nach einem Gott und nach Erlösung schreien? Warum? Es macht keinen Sinn. Soll ich schreien nach Gott, um erfolgreich zu sein im Leben? No, manche tun das auch. Aber das führt nicht weit. Schwierigkeiten und Not. Jesus sagt zu seiner letzten Gemeinde Laodicea, wenn ich lieb habe, den strafe und züchtige ich. Er nimmt uns in seine Schule und seine Schule zeigt uns die Not. Erkennen wir die Not oder kämpfen wir gegen die Schule? Erkenne ich, was Gott will in meinem Leben mir offenbaren oder kämpfe ich, dass ich alle die Schwierigkeiten, die ich habe, wegtue? Was tue ich? Nun, gegen die Schwierigkeiten anzukämpfen, ist bedeutet, ich verpasse das Ziel, ich komme nicht dort an. Gott kann nicht das, was er zulässt in meinem Leben, nutzen, um mich zu erlösen. Aber er ist beständig, er ist ausharrend, er ist geduldig. Und wenn er es schafft, einen Menschen am Ende seines Lebens dazu zu bringen, dass er seine Not erkennt, so hat sich das Werk für ihn dennoch gelohnt, weil die Liebe Gottes kennt keine Grenzen. Sie geht so lange, er Mensch noch erlösbar ist. Jesus hat um Judas gebetet, hat um Judas gerungen, bis Judas die Grenze überschritten hat. Und dann konnte er für Judas nichts mehr tun. Sein Herz war verhärtet, er konnte seine Not nie mehr erkennen. Und wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt, dass er seine Not nicht mehr sieht, kann Gott für ihn nichts mehr tun. Erlösung ist für ihn gelaufen. Unmöglich. Deshalb lasst uns diesen Gedanken festhalten. Die Not ist die erste, die Gott in unser Leben bringen muss. Damit wir sehen, wir brauchen ihn. Weil unser Herz würde nie mehr, würde nie mehr nach ihm gehen, würde nie mehr nach ihm fragen. Weil wir haben, wir sind ja Gott, wir haben ja alles, wir haben uns selbst gemacht. Der nächste Gedanke ist natürlich, wenn ich meine Not sehe, wie wird sie behoben? Wie komme ich dahin, dass ich in den Genuss komme? Und die Bibel erklärt, dass wenn ich die Not erkannt habe, es der Glaube ist, der mich zu Gott bringt. Der Glaube, dass es eine Lösung gibt. Der Glaube, dass es einen Erlöser gibt, der mir helfen kann, das für mich zu tun, was ich für mich nicht mehr tun kann. Wir haben da so viele Geschichten in der Heiligen Schrift, wie Menschen zu Christus gefunden haben. Wenn wir nur die Geschichte, die wir auch in der Lektion haben von Maria Magdalena. Diese Frau, die verführt wurde von ihrem Onkel Simon, den wir auch in der Schrift haben, zur Prostitution, zur Sünde. Diese Frau, aus der die in Flagranti sozusagen vor Christus gebracht wurde. Und man wollte, dass er ein Urteil über sie fällt. Diese Frau, die... Kommt in den Genuss der Erlösung. Wie geschieht das? Jesus sagt, ich verdamme dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Aber wie soll sie das tun? Wie soll sie dieses Werk erfüllen? Sie ist doch gefangen in der Sünde. Hier kommt der Glaube ins Spiel. Und der Glaube ist etwas, für möglich zu halten, was nicht möglich ist. Hier gehe ich an die Arbeit und tue etwas, weil er es gesagt hat, auch wenn ich nicht weiß, wie es geschehen soll. Aber ich tue es trotzdem. Ich tue es. Maria geht hin und sie Sündig nicht mehr. Sie folgt dem Wort Gottes. Und Jesus sagt ihr dort, wo sie ihm die Füße dann abnetzt und mit ihren Haaren und wo sie ihn vorher salbt mit diesem teuren Öl. Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Maria ist weitergegangen im Glauben. Es gibt im Glauben immer ein Wachstum. Aber sie musste irgendwo ja klein anfangen. Und wir alle fangen irgendwo klein an, wo wir das Wort Gottes ernst nehmen und sagen: Ja, ich will. Und das ist wiederum aktiv. Ich muss es wollen. Wenn Gott sagt: Geh hin und sündige nicht mehr. Als er zu mir sprach, bleib bei deiner Familie, und ich werde dich erlösen. Musste ich die Entscheidung treffen, zu wollen, bleiben. Und dann hat er etwas in mir getan, was ich hätte für mich nie tun können. Von allen Süchten und all dem, was ich bis dahin kämpfte, in einer hundertstel Sekunde befreit. Einfach nur, weil ich willig war weil ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht mehr meinen eigenen Weg, ich will deinen Weg gehen. Verstand damals auch das Werk nicht, aber Gott hatte mich so weit gebracht, dass er meinen Willen gewonnen hat. Not hatte ich über, die, über alle Berge, hatte ich Not. Und er sagte, ich stille deine Not, wenn du aufhörst. Zu sündigen, in dem Sinne, dass du gegen mein Gebot handeln willst, nämlich dich scheiden zu lassen. So, Gott führt uns. Er muss uns unseren Willen vor eine Wahl stellen. Diese Wahl ist eine aktive Wahl. Ich musste mich entscheiden mit allen Konsequenzen der Entscheidung. Und sollte ich diese Entscheidung rückgängig machen, Fällt alles wieder zusammen. Weil Gott braucht meinen Willen. Er braucht, dass ich es will. Er will leicht, aber nicht, wie wir gesehen haben. Ich brauche einen Glauben, dass Gott auch erfüllen wird, was er mir verheißen hat, wenn ich es tue. Wenn Gott sagt, stehe auf, nimm dein Bett und gehe, dann frage ich nicht, ob ich kann oder nicht, sondern ich stehe auf. In dem Moment, wo ich aufstehe, mich aufmache aufzustehen, heilt mich Gottes Kraft. Ich möchte ein Zitat lesen aus dem Buch über das, der eine Jesus Christus oder das Leben Jesu auf Seite 156. Während der Wind selbst unsichtbar ist, es geht um die Geschichte von Nikodemus und Jesus. Erzeugt der Wirkung, die man sehen und spüren kann, so offenbart sich das Wirken des Heiligen Geistes in jeder Handlung der bekehrten Seele. Sobald der Geist Gottes in das Herz einzieht, und der Einzug muss durch den Glauben geschehen, gestaltet er das Leben um, Sündhafte Gedanken werden verbannt, böse Taten vermieden. Liebe, Demut und Frieden nehmen die Stelle von Ärger, Neid und Zank ein. Man sollte nur nicht falsch verstehen, dass das in einer Sekunde passiert. Das ist das Werk eines Lebens. Das werden wir sehen in der nächsten Betrachtung, wenn es um den Wachstum in Christus geht. Sündhafte Gedanken werden verbannt, böse Taten vermieden, Liebe, Demut und Frieden nehmen die Stelle von Ärger, Neid und Zank ein. Traurigkeit verwandelt sich in Freude und auf dem Angesicht spiegelt sich das Licht des Himmels. Keiner sieht die Hand, die die Last aufhebt, oder erblickt das Licht, das von dem himmlischen Vorhöfen herableuchtet. Der Segen stellt sich ein, wenn ein Mensch sich im Glauben dem Herrn ergibt. Dann schafft die dem menschlichen Auge unsichtbare Kraft ein neues, dem Bilde Gottes ähnliches Wesen. Es ist dem irdischen Geist unmöglich, das Werk der Erlösung zu verstehen. Ja, so ist es. Ich wünschte mir so nah wie möglich daran zu kommen, dieses Werk zu verstehen. Dieses Geheimnis übersteigt jede menschliche Erkenntnis. Das wie, wie es passiert, wie gesagt. Wer jedoch vom Tode zum Leben durchdringt, der nimmt wahr, dass es sich dabei um eine göttliche Tatsache handelt. Das heißt, es ist eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung. Man erfährt Gott da. Wie es geschieht, können wir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Gott mir damals in einer Sekunde oder Weiß nicht, die Zeit festzulegen, aber im Moment meiner Entscheidung nahm er all das weg, was mich zwei Jahrzehnte geplagt und gepeinigt hatte. War wie wenn es nie da gewesen Ich kann es nicht verstehen. Sie übersteigt. Aber die Erfahrung habe ich, ich kann sie nicht leugnen. Ich kann nicht leugnen, dass er mich befreit hat. Die ersten Früchte unserer Erlösung lernen wir bereits auf Erden über die persönliche Erfahrung kennen. es schreibt, die endgültigen Auswirkungen reichen bis in die Ewigkeit. So wie wird ein Mensch erlöst, werden wir uns fragen. Auch diese Frage ist hier gestellt in diesem Kapitel. Auf welche Weise werden wir nun errettet? Auf Seite 160. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So ist der Menschensohn erhöht worden und wer von der Schlange betrogen und gebissen wurde, kann aufschauen und leben. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das Licht, das vom Kreuz entgegenstrahlt, offenbart die Liebe Gottes. Seine Liebe zieht uns zu sich. Widerstreben wir dieser Zugkraft nicht, werden wir zum Fuße des Kreuzes geführt, um dort die Sünden zu bereuen, die den Heiland ans Kreuz brachten. Dann erneuert der Heilige Geist durch den Glauben den inwendigen Menschen. Der Gedanke und Wünsche werden dem Willen Gottes untergeordnet, Herz und Gemüt werden neu geschaffen zum Bilde dessen, der in uns wirkt, um sich alle Dinge untertan zu machen. Dann ist das Gesetz Gottes in Herz und Sinn geschrieben und wir können mit Christus bekennen, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. So, dann ist das Gesetz in unser Herz geschrieben. Das ist ein Prozess. Aber alles hat einen Anfang, jeder Prozess hat einen Anfang. Und dieser Anfang war mir wichtig, dass wir ihn verstehen. Wir brauchen einen Erlöser, aber wir können ihn nur annehmen. Wir können den Apfel nur essen, wenn wir hungrig sind. Wir können den Erlöser nur erkennen, die Not nach einem Erlöser, wenn wir in tiefer Not sind. Deshalb muss der Herr uns in tiefe Not kommen lassen, dass wir sehen, wie unser Herz uns betrügt, dass wir daraus rauskommen. Und dann schreien wir in unser Verzweiflung, wenn ich so will, in unserer Hilflosigkeit an Gott. Und dann sagt er, hier bin ich. Wenn ich die Not erkannt habe, sagt er mir, geh hin und sündige nicht mehr. Und ich habe eine Wahl. Und diese Wahl entscheidet, ob ich neu geboren werde oder nicht. Es ist eine aktive Wahl, die sagt, ja, ich stehe auf und gehe. Ja, ich gehe hin und sündige nicht mehr weiß nicht, wie ich es tun soll, aber ich tue es, weil der Glaube mich dahin führt. So der Glaube ist hier. Der Glaube führt zu einer Aktivität. Was mich auf die zu Passiven und zum Geschehen lassen führt, ist die Anmaßung. Es ist Himmel, wir sind Himmel und Erde unterschiedlich. Dennoch sind sie irgendwo auch ganz nahe, weil beides stützt sich auf Gottes Wort. Aber hier ist eines aktiv. Hier kenne ich, dass ich essen muss. Hier denke ich, Gott muss für mich essen. Was für ein fataler Fehler. Wir müssen verstehen unser Mitwirken an dem Werk der Erlösung. Es ist der Glaube. Der Glaube ohne Tat ist kein Glaube. Deshalb ist er aktiv. Er wirkt mit. Er fängt an wie eine kleine Pflanze und er wächst und wächst immer weiter, bis er zur Vollkommenheit kommt, bis er völliges Vertrauen wiederhergestellt ist zwischen mir und meinem Schöpfer. Darüber wollen wir dann in der nächsten Betrachtung sprechen, wenn es um das Wachstum geht. Die Frage jetzt am Ende, die du dir stellen musst, ist, ist mein Herz dem Herrn? Gehört es ihm? Ist alles, was ich in mir habe, will ich ihm folgen? Habe ich all das, was ich erkannt habe, schlecht ist in meinem Leben ans Kreuz gebracht? Oder halte ich fest an gewissen Sachen? Man kann er mir nicht helfen. Der Glaube muss mich befähigen, zu erkennen, dass das, was Gott mir anbietet, besser ist als das, was ich habe. Bin ich ganz ihm. Oder halte ihm etwas vor. Ich erkenne, dass mein Herz noch nicht ein reines Herz ist. Aber so Ehrlich, wie ich sein kann vor Gott, und ich, wie viel ich hineinblicken kann in mich selbst, so weiß ich, ich gehöre nur ihm. Ich habe nichts, was ich im Vor und halte oder vorenthalten möchte. Ich möchte nur ihm gehören. Und das ist mein Wille, das weiß ich. Dass ich noch viel zu kämpfen habe mit diesem irdischen, mit diesem sündigen Fleisch in meinem Leben, das werden wir sehen im Wachstum in Christus. Das stirbt nicht schnell. Aber ich weiß, ich bin Sein. Ich weiß, dass ich nichts habe, was ihn hat. So viel wie viel ich kenne über mich selbst. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Bist du? In dem, was du weißt, hast du alles, die Worte Gottes, die du kennst, hast du sie befolgt. Nicht, dass du konntest, aber du hast den Glauben gehabt zu sagen, aufgrund deines Wortes gehe ich, stehe auf und tu es. Ich liebe den, den ich nicht lieben kann, ich diene dem, den ich nicht ausstehen kann, ich, ich tue es einfach durch den Glauben. Und in dem Moment, wo der Glaube mich in die Aktivität bringt, in dem Moment kommt die Kraft Gottes und ich kann was, was ich sonst nicht kann. Dieses ist das, was wir uns fragen müssen: Bin ich auf dem Weg? Bin ich neugeboren? Bin ich dort, dass der Heilige Geist eingezogen ist in mein Herz und mir jetzt die Früchte des Lebensjesus Jesus bringt, die er ihn mitwirken. Wir werden sehen, dass das Mitwirken nie aufhört, weil es ein schrittweises Werk ist. Aber es hat einen Beginn, das ist die Geburt, das ist das Bild. Und diese Geburt muss aber einen vollkommenen Mann herausbringen aus mir. Nur geboren, um zu sterben, brach keinen Sinn. Nur geboren, um... Ein Kind zu bleiben ist auch nicht der Sinn und Zweck der Sache, sondern man wird geboren, um eines Tages zur, zur Mannhaftigkeit oder, wie soll ich sagen, zum erwachsenen Menschen zu werden. Heute haben wir uns nur um die Neugeburt gekümmert. In den nächsten Stunden wollen wir uns ums Wachsen kümmern. Aber wir können uns ja nicht kümmern um etwas, wenn es in unserem Leben noch nicht stattgefunden hat. Deshalb diese Frage unseres Herzens, bin ich ganz sein, muss uns, muss beantwortet werden. Sie muss endgültig beantwortet werden. Sonst kann das Werk der Erlösung nicht stattfinden. Gott gebe das jeder von uns. In seinem Innersten, wenn er hineinblickt. Nichts findet, was er Gott vorenthält oder was dort in seinem Herzen ihn noch festhält in dieser Welt, dass er sagt, das kann ich Gott nicht geben, weil das brauche ich noch für mich. Oh, es wäre fatal, wenn das so wäre. Gott gebe uns die Gnade, dass wir ehrlich und aufrichtig vor unserem Herrn erkennen, wir sind ganz sein. 아멘